Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved Futter am Wochenende. So, jetzt aber, wir sind bereit. Wir machen uns mal in eine kleine, einen Timer starten könnten wir auch noch. Wir machen uns mal auf den Weg, um, ja, zu sehen, ob wir da nicht irgendwo noch was zähmen könnten. Ohne dass wir hier in größere Probleme reinrasseln. Und ich meine jetzt nicht ein Dilo, ne? Ein Raptor! Nein! Ist ja klar gewesen. Musste ja so kommen. Wir werden sterben. Leute, seid euch das gewahr. Wir werden sowas von sterben. Das ist doch. War das ein Raptor? Das ist doch ein Raptor. Oder? Nee. Was bist du, Schöner? Jun Level 5, na? Ja. Ja, schlimmsten Fall den. Gebe da noch zwei, drei schlimmere Sorten von, aber warum auch nicht? Wir brauchen ein zumindest schnelles oder auch flugfähiges Wesen. Oh, ja, nee, nicht wirklich. Nein, Kompis, nee, nicht doch. Ach nee. Der Karno ist hier unten, Leute. Ja, na toll. Ja, positiv denken. Scheiße. Schöne Scheiße. Ja, ach, weißt du was? Ich hab's mir überlegt. Du bist doch, ja, du bleibst hier. Autsch. Ja, Futter. Betäuben ging schnell. Oh, ich hab da was vergessen. Das wird nix. Denke ich zumindest. Ach ja, ja, rötz nicht so, Mensch. Rätst der hier was ab? Na, toll, die Wurst. Wir müssen. Das wird sonst nichts mit der Zähmung. So. Du bleibst und pennen. Ich habe die Zähmung etwas höher gestellt. Nur ganz wenig, aber so zumindest, dass es 2, 3 Sekündchen länger dauert. Und jetzt brauche ich Narkos. Jetzt brauche ich. Ja, man hat natürlich alles zu Hause gelassen, ne? Ich bin. Falls ihr mich momentan gerade etwas. Ja, dezent. Unaufmerksam findet, hat seine Gründe. Das hat seine Gründe. Wie ging das? Man konnte.
Ja, futter du mal hier von 2-3. Ja, die Zähmung geht nicht hoch. Der Torpor ist zwar halbwegs oben, aber er frisst mich noch nicht. Ich hätte ihn aushungern lassen müssen. Ging auch so. Na komm, Kleiner, komm mit. Wir verziehen uns. Du, ja, nee, klar, wie die Scheißhausfliege über mein. Was ist denn los, Kleiner? Spießt die Scheißhausfliege, Mensch? Ins Kind. Flatter, flatter, flieh. Oh, wie hieß der? Ich bin gefliecht, nein, gefallen. So, Scheißhausfliege, komm her. Du bist auch wirklich nicht. Nee, du ziehst niemandem die Butter vom Brot, ne? Hallo, hier. Kommst du? Kommst du? Landest mal bitte. Irgendwo, wo es geht. Das wäre zum Beispiel hier. Landen. Du Eumel. Ihre Pestilenz, ne? So, schauen wir uns mal an, ob wir erstens mal brauchen wir Futter für den. Danach ein Sattel. Kann ich den Sattel jetzt? Sonst hat es nämlich keinen Sinn. Ist denn das? Das ist ein Petranodon-Sattel. Also, ich gehe jetzt mal rausschauen und schau mir die Soße mal an. PTE. Habe ich doch so eingegeben, ne? PT. Das wäre 38. Nee, ja, ist klar. Nein, ist ja absolut verständlich. Du wartest hier. Ich würde meinen, wir machen uns schnell noch etwas Ausrüstung und nachher laufen wir einfach mal etwas im Zeug rum, weil wirklich viel jetzt noch erreichen können wir nicht. Toll. Ja, zumindest wir haben Fleisch dabei. Ne? Kistchen. Kistchen, Kistchen, so machen wir halt ein Kistchen. Schustern das zusammen, schmeißen das hier hin. So, ja. Et voilà. So, dann dat, dat, nachhin, wo haben wir die Puddel? Da möchte ich zumindest, ja. So eine, es dürfen auch zwei sein. So. Dann würde ich meinen, wir haben noch 32 Fleischraptoren, Sattel hätten wir ja auch. Okay, ja,
Hab ich jetzt nicht so gedacht, aber wenn's nicht anders geht. Und schön ins Wasser geballert. So. Dann, ja, dann. Wenn dann, dann, warum nicht dann? So. Also, ja, bleibt nichts anderes übrig. Drüben hin möchte ich eigentlich nicht. Nein. Wegen Gründe. Jetzt ist da auch schon wieder so ein Vieh. Komm her und stirb. Was hast du mir nicht schon wieder? Weißt du was, jetzt schmeiß ich das Zeug auf die Neuen, weil da wirst du nie fertig, da wirst du blöd. Ausdauer, Nahkampfschaden, okay, Nahkampfschaden noch eines höher, dann müssten wir mal hören mit. Bringt nämlich auch nichts, wenn ich stärker bin als ein T-Rex. Where is that hell? Ja, schön. Schön blöd. Jetzt nicht schon wieder. Siehst du, es bringt dir nichts. Und du kannst mir auch das verdorbene Fleisch klauen, das ist ja nicht schlimm, aber du klaust mir einmal was, dann stirbst du. Da wäre eigentlich auch noch einer. Ja, nicht allzu schön, Dodo. Nee, toll. Ja, Level 14. Was soll's? Was soll der Geiz? Wir haben's ja. Nee, wir ziehen jetzt ein Level 5 auf. Wir wollten ihn, wir haben ihn. Schluss, Ende, aus. Und jetzt gehen wir auf Wanderschaft. Einfach, weil wir es können. Was ist denn das? Das sieht so aus wie ein komischer Stein. Ja, übrigens. Wir wechseln wieder. Ich bin auch der schlauste einer. Ich bin auch, nein, wirklich, ich bin der dümmste einer, der rumläuft, wirklich. Bones, greif dir an den Schädel, halt dein Ohr an dein Ohr, dann hörst du es mehr rauschen. Ah. Ja, du hättest mir auch was sagen können, Mensch. Nee? Ist ja nicht mehr feierlich. Hier bei Bones. Ihr seht, let's fail. Ja, der Karno, das ist... Ich müsste ihn nicht gleich vorm Haus haben. Lieber würde ich unten durch. Und ich habe irgendwie, habe ich hier eine Cheropa-Kollektion aufgemacht. Also... Wirklich, ja, edel. So, ich wollte ja... Nein, falsche Kiste. Ich wollte ja... Richtige Kiste. Hä? Moment. Ich hab doch noch... Wer hat es mir geklaut? Kollege... War das die andere kleine... Ja, das ist wirklich nicht hier. Ja, nee, kein Thema. Ist ja... Scheiße, Mensch. Ach, nee,
Ja, ich renn immer doch gerne für so Zeug. Es sei mir ein Fest. Gz. Also, kurz gesagt, wird nix. Wir brauchen nämlich. Ja. Dich habe ich schon lange gerochen. Ja, das wird lustig. Medikamente, 2. Ja, über 1000 Stück. Nee, ist klar. Ja, gut, das ist zumindest mehr als gar nix. Zum Teufel habe ich die Narkotiks gelassen? Luzin kann auch hier bleiben. Ja, okay, 5 Stück. Ja, wie gesagt, besser als gar nichts. Und dann machen wir uns jetzt todesmutig auf den Weg in die Unbekannte, denn da oben kann es zum Teil ganz schön haarig werden. Horden von Dodos werden über uns hereinstürzen. Und etliche süße, niedliche Cherubas. Ja, oder so ähnlich. Aber natürlich auch ganz anderes Getiere. Wo man wirklich nicht weiß. Ja, danke für den Schockmoment. Na, Freunde, hast du dich festgepackt, ne? Ja, also ich nehme Tee eigentlich schon mal so. Ein Raptörchen? Ich glaube eher, der nimmt mich. Lecker zwischen die Zähne und. Ja, Takeaway, einmal zum Mitnehmen Bones. Ist da oben? Da oben ist doch noch ein Fräschen. Meistens zumindest, glaube ich. Mal gesehen zu haben. Ja, und wenn es etwas überhellt ist, ich lasse jetzt die Einstellung mit dem Gamma einfach wirklich. Also ich habe es jetzt nochmal versucht rumzustellen. Nein, ich mache das nicht mehr. Weil einfach nicht sinnvoll. Und schon wieder ein Dodo. Ich, nicht doch. Nicht doch, das schmerzt. Ja. Ach nee. Was will ich mit dem Dilo? Na, Westentaschen-Rambo? Kommst du? Komm, wir spielen eine Runde Verstecken. Ups, was ist zum Teufel? Was war das? Das sind Kompis? Glaube ich zumindest. Machen die die Geräusche? Oh. Ja, toll. Absolut Fan von. Schon wieder die Lo. Komm, Dilo, 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 Dilo. So viel weiß ich, kann ich ja gar nicht benutzen. Also ich die Zähmzeiten, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Level 5 zusammengehangen hat oder nicht, aber die Zähmzeiten, die könnten wir eigentlich schon noch etwas runterstellen.
Denn mich dünkt es jetzt gerade schon etwas zu hoch. So um ein, zwei, ja, können wir schauen. Ich mache jetzt dann eh kurz mal eine Pause zwischen den Aufnahmen. Was hat da gegrunzt? Mach da mal eine Pause zwischen den Aufnahmen und dann schaue ich es mir an, ob ich schnell noch etwas weniger heftig mit dem Timing reingehe oder nicht. Ja, muss man sich dran tasten. Aber lieber so als von Anfang an. Komplett verschustert. Ja. Ja. Hallo, Dodo. Ja, hier ist zumindest viel Metall. Da ist Metall rum nichts Schöneres. Also, wenn wir. Was tesselt dort hinten? Irgendwas ist hier am Rumgurken. Ah, das ist. Wie heißen sie? Ja, ich weiß welche. Ja, nicht gefährlich. Das ist. Ja, genau. Ja, so. Zumindest mal ein kleiner Ausflug, auch wenn es nicht gerade. Auch wenn wir jetzt nicht gerade so viel gesehen haben. Ja. Udo, ich stelle mich jetzt mal da irgendwo in die Richtung rauf. In der Hoffnung, direkt weggesnackt zu werden. Ja. Genau, wie gesagt, ich stelle mich hier mal irgendwo rauf, wenn ich schaff. Und sonst ist auch gut. Nee, also, ja, stehen wir doch mal, irgendwo hin, wo wir gut stehen. So. Ja, dann, boah, ist hier ein schöner Ausblick. Und da unten, also dieses Umhergetrabe kenne ich doch von irgendwoher. Ah, wir werden sehen. Ups, falsche Taste. Ja, wir werden sehen. Nennt mich einen schlechten Alkoholiker, nur weil ich einen Flattermann gefangen habe, der relativ niedriglevelig ist. Ich baue aber die Viecher doch lieber selbst auf, als dass ich mich mit einem 12 Millionen Schieß mich tot Vieh rumplage und 100 Tote sterbe. Nee, mache ich nicht. Auch wenn ich das Vieh noch nicht reiten kann, naja, steht er halt rum und frisst Brot. Was soll's, so viel frisst er auch nicht und mehr als Cookie verputzt er nicht. Nee, also, ja, wie gesagt, ihr könnt noch die Namen wählen dieser Vier. Schreibt es mir in die Kommentare, welchen Namen das ihr am besten für das Vieh gedenkt. Bleibt bitte bei den normalen Kommentaren, das glaubt, muss ich nicht sagen. Und ja, das wäre es für diese Woche gewesen mit Ark Survival Evolved Futter am Wochenende. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Wochenende und bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und hoffe, ihr lässt mir. Na, ihr wisst schon, ne? Ein Däumchen nach oben, vielleicht ein Abo und besucht mich doch mal auf Facebook. Bis dann, tschüss, schöne Woche noch.